Ab 1950 wurden 105 Exemplare der neu konstruierten Baureihe 23 für den mittelschweren Personenzug und den leichten Schnellzugdienst gebaut. Mit einer Leistung von ca. 1800 PS erreichte die Maschine eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Die Ausmusterung erfolgte bis 1976. Die Schienenbusse der Baureihe 795 mit ihren Beiwagen waren in den 50er und 60er Jahren aus dem Erscheinungsbild der Deutschen Bundesbahn nicht wegzudenken. Mit ihren leichten Dieselmotoren hielten sie den Nahverkehr auf den weniger frequentierten Strecken aufrecht. Insgesamt wurden bis 1958 über 500 Triebwagen beschafft. Einige Serienfahrzeuge haben noch bis 1980 planmäßig ihren Dienst verrichtet. Die Baureihe VT11.5, oft auch nur TEE genannt, war ein Dieseltriebzug und der Paradezug der Deutschen Bundesbahn in den 50er Jahren. Er führte nur die erste Wagenklasse. Mit einer Motorenleistung von bis zu 2x810 kW bzw. 1100 PS erreichten die Züge eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Von 1957 bis zur Ausmusterung 1988 waren sie bei der Deutschen Bahn im Einsatz. Baureihe E41, später als Baureihe 141 geführt, waren Elektroloks für den Personenverkehr allgemein und den Nahverkehrsbetrieb. Außerdem kam die 141 auch auf Nebenstrecken vor Güterzügen und sogar vor Schnellzügen zum Einsatz. Die Lok erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde bei einer Dauerleistung von 2300 kW. Ab 1956 wurden über 450 Lokomotiven beschafft. Bis 2006 hat man sie wieder ausgemustert. Die V100, später Baureihe 212 der Deutschen Bahn, wurde im leichten Reise- und Güterzugdienst auf nicht elektrifizierten Nebenstrecken eingesetzt.
Ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 100 km pro Stunde. Die Leistung des 12-Zylinder-Dieselmotors mit hydraulischem Getriebe betrug 1350 PS. Bis 1966 wurden insgesamt 381 Exemplare in Dienst gestellt.